Hey, Ostasen-Sternchen, was geht? Willkommen zu einem weiteren Teil. Tank Online, das Ganze auf einmal schon kleiner Gott. Diesmal mal wieder mit Hammer und Hornet. Aber nicht mit der männlichsten Farbe, ever, Sakura, sondern mit der wildesten und stürmischsten Farbe ever. Wupp, wupp, Wirbelsturm. Okay, das war vielleicht nicht so cool, aber scheiß drauf. Wir haben's drauf, Mann. Wir sind die Babus und ich bin gleich tot. Ja gut, was willst du machen? Das ist halt einfach so ein Twinser, Mann. Du kannst einfach machen, was du willst. Als wenn es da kommt, dann mach ich einfach kaputt, Mann. Ohne, dass du was machen kannst. Ja, so ist es, Leute. So ist es. Ich sag die Wahrheit. So, trotzdem. Mit mir legt sich hier keiner an, Freunde. Mit mir legt sich keiner an. Und wenn sich jemand anlegen will, jawohl, gib ihm schön. Gib ihm schön ins Gesicht, du. Wir sind sowieso in Führung. Das beweist doch nur, dass wir gut sind. Das beweist unsere Männlichkeit. Unsere Stärke. Und Freunde, du könntest ja mal die Fleck abgeben, oder? Komm, wir müssen ihn wegschieben, okay? Wir schieben ihn jetzt hier runter. Schieben! Jawohl, super. Hat er es geschafft? Nein, natürlich nicht. Natürlich hat er es nicht geschafft. Okay, ich bin tot. Ich wollte gerade sagen, so, ich opfer mich, Leute. Ich bin tot. So. Ach, scheiße. Ja, wollte ich mal der Held sein hier, ne? Einen ehrenhaften, ehrenhaft oder ehrenvoll? Keine Ahnung. Einen ehrenvollen Tod? Einen ehrenhaften Tod? Was ist das richtige Wort, Alter? Was ist der richtige Wort für sowas, hä? Sag mal, was ist der richtige Wort, Mann? Egal. So. Indem ich so einen Kamikaze-Flug einleite, aber hat nicht funktioniert, du. Hat nicht funktioniert. Sag mal, wieso kann Tanky Online nicht ein neues Spiel planen? Anstatt dieses Unity könnten sie doch wieder ein Spiel basierend auf Flash, weil Flash die Zukunft ist, könnten sie ja Planes Online machen. Das wäre doch mal was. Kamikaze-Flug hoch 10, du. Also da wäre ich dabei, du. Da wäre ich dabei. Was, du hältst zwei Schüsse von mir aus? Alter Falter. Kamikaze! Lil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 
Einfach immer was trinken. So. Nach 10 Minuten geht gar nichts mehr, weil ich ja wahrscheinlich schon 3 Liter Intus hab, ey. So. Ja gut, wenn ich mal einen guten Tag hab, dann könnten es auch 5 sein. Also gleich nach dem Intro, versteht sich. Oh Mann. Alter, ich will gar nicht wissen, wie viele Mods was gegen mich haben. Das sind wahrscheinlich so Pi mal Daumen 90%, oder? Ja, kommt hin. Wahrscheinlich, vielleicht. Wer weiß das schon so genau. Aber gut, am Ende des Tages juckt mich das auch nicht. So, ey. Es sind halt dann wiederum die treuesten Fans, ne? Da kannst du dir sicher sein, wenn du was erwähnst, dann sind es die Ersten, die das hören. Also daher... Oh. Eieieiei. Der denkt sich so, ich geb ihm... Das wusste ich! Mach! Schön den Rückwärtsgang einlegen, na geht doch. Ich wusste es, deswegen habe ich auch noch ganz kurz gechillt auf... Weil ich ganz genau gewusst habe, was der Typ plant. Ich wusste es, Alter. Ja. Schon okay. Ich verstehe das. Lol. Haben sie ihn einfach runtergeschmissen. Na, Stirpenfasser. Oh, Mann. Scheiß Klippenspringer. So. Wo ist die Fleck, Jung? Hey. Hey, Digga. Wo ist die Fleck, Mann? Okay, gut, er ist tot. Oh. Alter, Junge. Der geht ja hier ab, du. Der geht ja ab. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Wer ist der Gore? Gore. Das ist wahrscheinlich ein gesamtes Ohr. Ja, bestimmt. Larifari. Old MacDonald hat eine Farm und du wirst jetzt krepieren. Hi. Na, Freundchen. Jo. So macht man das bei uns, Baby. Old MacDonald hat eine Farm und das war jetzt die Rache. Na. Iaiaio. Mit ein paar Drugs und na. Scheiße. So. Old MacDonald hat eine Farm. Und das war das Ende. Für ihn. Guck mal, so macht man das hier. Die sieht auch. Da wollte jemand auf mich gehen, habt ihr gesehen? Schön jetzt eine Turbo einlegen. Turbo, Junge! Oh Mann. Komm mal hoch. Okay, gut, er ist tot. Jawohl, Baby, so macht man das. Ja, wir machen die richtig fertig. Die sind in Unterzahl. Schön drauftreten, wenn sie am Boden liegen, hä? Immer schön rein ins Gesicht mit den Füßen. Bam! Die sollen mal unsere Sohlen schmecken. Ich bin nicht aggressiv. So. Ich bin ein Freund des Friedens. Eieieiei. Okay. Da fragt schon hier wieder jemand, ob eine Goldbox war. Ich glaube, den müssen wir jetzt mal auf den richtigen Pfad führen hier, hä? Wer ist das? So, Big Daniel. Haben ihn seine Eltern wirklich Daniel genannt? Alter, das ist der erste Typ, der Daniel heißt. Daniel. Nein. Big Russian Boss, Alter. Big Russian Boss! Alter, das könnte so ein Pornoname sein. Big Russian Boss und die drei Löcher. Ab jetzt im Kino. Oh mein Gott. Big Russian Boy. Boss, Entschuldigung. Big Russian Boss. Und die Sahne. Big Russian Boy. Und die Reitermission. Hä? Big Russian Boys. Und der verstopfte Auspuff. Big Russian Boss. Und der Hintereingang.
Big Russian Boss. Ein Boss kommt selten allein. Big Russian Boss. Ja gut, jetzt gehen mir langsam die Ideen aus. Einer geht noch rein. Okay, gut, jetzt haben wir es aber. So, einer geht noch rein. Oh, Level up. Einer geht noch. GG. Der hat sein Level up. Happy Birthday, du. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Alter, der Boss ist ja Platz 1. Junge, Junge, Junge. Der kann ja... Oh, ich hab 2,8. Oh, Mann, bin ich heute gut unterwegs. The Big Russian Boss, Mann. Ich bin der Boss, Alter. Hä? Bin ich der Boss oder was? Ich bin der Boss in diesem Haus. Oh yeah. Oh Mann. Diese Drecks-Twins. Wo ist der denn? Tankist 00072014. Ich verstehe die Typen. Ich verstehe generell diese Russen nicht. Warum haben sie nur Zahlen als Namen? Kann mir mal das jemand erklären? Und diese ganzen Russen nur Zahlen als Namen haben. Wie kann man sich denn bitte 989981 merken? Es gibt ja noch andere Spezialisten, die haben irgendwie tausendmal eine 7 drin oder sonst was. Also wirklich, die sind ein bisschen Zahlen fixiert, was? Es könnte ja schon fast eine Sucht sein, was die da entwickeln. Hey! So, jetzt reicht's aber, du. Freundchen, pass mal auf, du. Das machst du nicht normal mit mir, aber Zahlen! Oh, war das knapp. So. Es hätte auch nach hinten losgehen können. Big Russian Boss. Das hätte auch nach hinten losgehen können. Teil 1 bis 3. So. Alter. Das wird nie alt, Mann. Jut, 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 jut. Tutti frutti. Eieieiei. Oh, da hat ihm gegeben. Double Penetration. Big Boss und die doppelte Penetrierung. Im Grunde heißt ja Penetrierung nur eindringen oder einführen. Upsala. Wird aber halt oft in nur einem Zusammenhang genommen. Hm. Immer diese versaute Jugend, nicht wahr? Ja, ich glaube, ich habe keine Lust mehr auf Iran, ey. Ich habe keine Lust mehr auf Iran, Mann. Habt ihr das verstanden oder was? Jetzt gibt's mal nochmal auf die Fresse, du. Oh, 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 so ist es hier. Haben wir das noch? So ein Big Russian Boss, Alter. Alte Hüden! Hey, komm mal her. Hey! 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 Okay, gut, Wo ist denn jetzt so die... Oh, die Smoky. Da ist sie. Da lümmelt die hier schon wieder. Ja, Freundchen. Du denkst wohl, dass ich auch selten dämlich bin, was? Kann ich auch verstehen. Verarscht! So. Das müsste man sich jetzt mal wirklich so mit Sprechblasen vorstellen. So, verarscht! Verarscht! Erneut verarscht! Hi! Hey, Jokerbart, mach mal. Mach mal was für dein Geld. Jawohl. Aha, kannst nicht mehr schießen. Aha, du kannst nicht mehr schießen. Aha, du kannst nicht mehr schießen. Aha, aha, aha. Aha, aha. Oh ja, oh ja, oh ja. Genau so, genau so. Und super, dankeschön. Dankeschön. Ihr wart ein tolles Publikum. Berlin, ich liebe euch. So. Oh Gott. Heute ist mal wieder... Der macht einen schönen Abgang. Das dufte. Au, Baby. Damit hat er nicht gerechnet. Und da holt er sich den. Da! Das hat ja geklappt. Lol. Das hat geklappt. Da fuck, man. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Oh. Freunde, ich habe eine neue Schwachstelle gefunden. Und jeder, der sie vor mir gefunden hat, der hat sich die trotzdem abgeguckt. Ich bin der Entdecker. Hm? Junge, Junge, Junge. Der hat mich ja nicht getroffen, du. Hat mich nicht getroffen, du. Oh Gott. Manchmal denkt man sich so. Was? Genau das denkt man sich. New hat einen fetten Schwanz, um Anna zu ficken.
Wo der Typ recht hat, hat er recht, Freunde. Ist einfach so. Sorry. So. Dankeschön dafür. Für das Kompliment. Danke, danke, danke. Aber ich kann das leider nicht zurückgeben. Sorry, Freunde. Das geht leider nicht. So. Wichser. Oh, danke. Ja. Okay, gut. Bin ich halt ein Wichser, na und? Was ist denn das Problem, Alter? Noch immer besser als ein Hurensohn. Also, Löwenkind. Wisst ihr? Ihr wisst doch noch. Gio hat doch... Oder ist es nicht mehr in? Ne, ist nicht mehr in? Okay. Na gut. Ist schon okay. Okay, schon okay. Okay. Ja, ist okay. Ja, nur mal, was als ein Genekind, Mann? Heiß, 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 heiß! Da hab ich dich verarscht, Junge. So. Fleck zurückgebracht, Freunde. Mission erledigt. Hab ich nicht gesagt, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf diese Schlacht mehr? Ja, scheiß drauf. So, mach mal weiter. Alter Falter, du. Manchmal könnte man sich aber wirklich denken, Junge, nimmt der Typ Tabletten oder so? Newstar hat die größte Behinderung. Ich dachte, ich habe noch immer den dicksten... Ah, egal. Okay. Ja, gut, dann habe ich halt die größte Behinderung. Was ist die größte Behinderung? Ja? Ja? Hm? Bitte? Ich höre? Ja? Oder reicht dafür dieses kleine Gehirn nicht aus? Genau wie Anna. Okay, mein Freund. Das bedeutet Krieg, Freunde. Das bedeutet Krieg. Ich rufe zur Reisfreundin 2.0 auf. Ich würde sagen, Reisfreundin reloaded, ja? Dann haben wir den nächsten Typ. Wie geht es deiner Reisfreundin? Fragezeichen? Also Leute, ja, über mich kann man ja sonst was erzählen, aber Anna, ja, nee, die sollte man wirklich raushalten. Also ganz ehrlich. So ein nettes Mädchen. Hübsch. Schlau. Alles, was man will. Das hat sie. Und das kann sie. Und sie ist die Verkörperung der perfekten Freundin. Deswegen darf man sich so einen Fehltritt, ja, nicht erlauben. New rastet immer aus wie ein Kleinkind, wenn er die Goldbox nicht bekommt. Hör mal, es sind einfach Emotionen, die ich hier ausstrahle, ja? Das Ganze mit ein bisschen Emotion und Leidenschaft spielen. Das Ganze nennt man Entertainment. Aber gut, das kriegt man vielleicht von den Kommentatoren nicht geliefert. Schon okay, kann ich verstehen. Junge, 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 Junge. Aber ich find's immer witzig, ja? Die labern und labern und sagen nichts. Okay, genauso wie ich. Aber wenn es darauf ankommt, dann sage ich auch mal was, ne? Aber wenn ich da mal was sage, ja, dann komischerweise ist es dann wieder gleich schlimm. Also egal, was ich mache, ist es so oder so schlimm. Für einige Genekinder. Ohne mal hier das Wort mit H zu nennen. Nein, nicht Löwenkind. Also diese Brücke muss man erstmal wirklich bewältigen, um von H auf Löwenkind zu kommen. Aber ihr schafft das schon. Trotzdem, ja, das ist eine Frechheit, was man sich hier wirklich mal wieder antun muss. Da meinen irgendwelche 12-jährigen Kinder so auf übelst Babbo zu tun oder was? Alter, Alter, das ist... Oh, nicht schon wieder, Junge. Ich kann mich noch dran erinnern, wie New sich bei der... Ich sag's euch immer wieder, du. Das sind die treuesten Fans, die man hat, ja? Das sind die treuesten Fans. Voll ausgerastet wie ein Kleinkind. Ja. Das sind die treuesten Fans, Mann. Die wissen doch alles. Ja, die können wahrscheinlich auch sagen... fuck, Mann. Wann hab ich mich über die Helfer aufgeregt? Das ist ja schon Jahrzehnte her. 224 oder war es 242? Ich weiß es nicht. Irgendwas mit 200 und einer 4, glaube ich, auch noch. Kein Plan, Junge. Naja, auf jeden Fall... Wie gesagt, das sind dann die treuesten Fans am Ende des Tages. Und das ist doch das Wichtigste. Du nennst manche Leute Kleinkind, obwohl du selber eins bist. Ja, mit dem Verhalten bist du wahrscheinlich geistig bestimmt... okay, gut. Nicht sonderlich weit. Es gibt einen Unterschied zwischen sich so benehmen und so sein. Hm? Aber gut. Das ist dann wiederum eine Stufe über dem... woran dann wahrscheinlich viele scheitern. Dieses bloße Erkennen. Aber das sind dann auch am Ende des Tages wirklich die, die meinen,
dass sie selber weiter sind als andere und so. Und dabei sind sie zurückgebliebene kleine Kinder, die, ja, ohne beleidigend zu sein, einfach mal piep. Okay, ja. Junge, Junge, Junge. Ich raff es noch immer nicht, ja? Wirklich. Es gibt viele, die sind 11, 12, ja? Und die kapieren das schon, ne? Und dann geht es wieder um jene Kinder, die sind 15, 16, 17, 18, 19, 20, kein Plan. Und die kapieren das einfach nicht. Und dann regen sie sich darüber auf und denken, das ist ja mi, du hast ja nur Kinder. Aber anscheinend sind diese Kinder viel weiter in ihrem Oberstübchen als manch älterer. Eieieiei. Damit hat man sich im Grunde selber gefickt, ohne es zu merken. Heilige Mutter Gottes. Das muss man sich mal vorstellen. Aber gut, allein schon die Vorstellung an sich ist für viele viel zu hoch. Boom! Naja, so ist das Leben, Leute. So ist das Leben. Wenn man dir Zitronen gibt, dann werf sie gegen die Köpfe. Sag halt die Fresse. So. So zur Limonade machen, Alter. Die Dinger kannst du auch schön. Wobei mit einer Gurke wäre das, glaube ich, viel angenehmer. Die besteht ja eh nur aus Wasser, mehr oder weniger. Wenn die schön hart gefroren ist, Alter. Dann ist sie wie ein Hammer. Habt ihr das mal ausprobiert? Ich kann euch das nur empfehlen. Das. Wobei, ich schwanke noch zwischen der perfekten Mordwaffe. Ob es nun ein Eiszapfen ist oder eine Gurke, kein Plan. Aber man muss es so sehen. Wisst ihr, im Grunde, Blut schmeckt ja so schön nach Eisen, ne? Deine hässliche Anna ist zu dumm, um deine hässliche Fresse zu sehen. Also die Logik, ja, die muss man mir mal erklären. Also weißt du, es gibt ja so Sinnesdings da, ne? Sinnesdings da. Sinnesorgane. Mehr oder weniger. Scheiß drauf. Ja? Alter, die Logik dahinter ist übel. Ist zu dumm. Ja, also geistig zurückgeblieben, um Hässlichkeit wahrzunehmen. Hör mal, Blindheit, ja? Hat nichts mit geistig Zurückgebliebenen zu tun. Aber schon okay. Das ist wahrscheinlich zu hoch, oder? Oh mein Gott. Alter, die Aussagen in diesem Let's Play sind wieder die besten. Oh, das macht ja echt Freude. So, diesen ach so tollen und wunderschönen Gesprächen zu lauschen, die wirklich hochwertig sind und auf jeden Fall für die Nachwelt erhalten bleiben müssten. Bei dem ganzen wissenschaftlichen Gehalt, der uns hier offenbart wird, heilige Mutter, ey, da ist ja eine Unterrichtsstunde in Mathe ein Witz dagegen. Und generell Naturwissenschaften, Geschichte und etc. pp. Meine Güte, da können sich Lehrer echt noch eine Scheibe davon abschneiden. Also, diese Erklärungen, oh mein Gott. Wahrscheinlich war der an der Uni und ist Professor mit 83 Doktortiteln in Vollidiotigkeit. Und ja, gut, da hört es dann auch schon auf. So. Okay. Ha, schlecht, New. Übel schlecht, Alter, ich fasse es nicht. Warte mal. 0,29 gegen 1,25. Wie sagt man so schön, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht scheißen gehen, nicht wahr? Aber gut, wer Durchfall hat, der muss halt, ne? Dann passiert halt sowas mal. So ein geistiger Dünnschiss ist halt mehr oder weniger schon mal drin am Tag, nicht wahr? Alter Falter. Manche Leute denken sich aber auch so, Junge. Es macht mir Spaß, sowas zu kommentieren, ja? Ist einfach herrlich. Ist herrlich. Bauernkind ist New. Ich hab einen Duden zu Hause. Ich glaube, der muss jetzt mal eingesetzt werden. Wir analysieren diesen wertvollen Satz. Bauernkind ist Newstar. Es ist New, Entschuldigung. Wahrscheinlich ist das die Zielgruppe von RTL und Bauer sucht Frau. Da, wo sich seine Eltern getroffen haben. Ach, du heilige Scheiße. So, Freunde, ich kann nicht mehr. Das ist noch unter meinem Niveau, ja? Aber wie gesagt, ich sag's immer wieder, Freunde. Gut, ich habe das heute nur einmal gesagt, aber es gibt einen Unterschied zwischen sich dumm stellen und dumm sein. Aber gut. So, Freunde. In dem Sinne, macht das gut oder besser. Wenn in den nächsten 10 Sekunden keine geile Aussage mehr kommt, dann höre ich auf.
10, 3. Meine Fresse, du. Vielleicht schreibt er ja gerade. Wer weiß. Irgendwas Weltbewegendes. Kann ja sein. Vielleicht trifft es mich ja sogar. Getroffen. Okay. Hey, New, du fettes Schweinchen. Mit seinen abgehackten Beinchen. Och, wie süß. Jetzt kann er auch noch reimen. Alter, jetzt disst er mich aber richtig, was? Ach, du Scheiße, du. Es ist ja noch schlechter, ja? Als Smoky Flow und alles, was ich je gemacht habe, zusammen. Alter Falter. Junge, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist wahrscheinlich die Elite hier in dem Spiel. Das ist die Elite in dem Game. Der dachte sich gerade so, ne? Kamikaze for the win. Bam, schön auf die Fresse geflogen, Alter. So gehört sich das. Vielleicht sollte ich jetzt mal auch eine Aussage bringen, so. So. Oh mein Gott. Alter, da wollte er viel zu viel und ist dann übelst gescheitert. Junge, 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 Junge. Ey, das Game gewinnen wir auch locker. Du bist behindert. Und habe Anna penetriert. Ach, wie süß. Kann man heutzutage wirklich mit 0,1 cm penetrieren? Alter Falter. Junge, 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 Junge. Oh, er schreibt was, er schreibt was, er schreibt was, er schreibt was. Das ist noch nicht alles. Das ist noch nicht alles. Da kommt noch viel mehr. Pass auf, pass auf, pass auf. Gleich kommt der Höhepunkt. Du kannst mal Anna am Arsch lecken und bye bye. Ich sag's dir doch, das ist der Höhepunkt. Jetzt geht er. Na super. Ach, Mann, Mann, Mann. Du kannst mal Anna am Arsch lecken und bye bye. Naja, ich würde so einiges ausprobieren. Vielleicht sollte man das auch machen. Schatz, falls du das siehst, ich soll dich am Arsch lecken. Okay? Machen wir. So, Alter. Manchmal denkt man sich so, was ist da los mit den Leuten, ne? Was ist da los, Mann? Das kannst du doch nicht bringen. Aber gut. Junge, Junge, Junge. Oh, herrlich. Ist er jetzt wirklich gegangen? Oh, er ist noch drin. Schade. Ich meinte, gut so. Vielleicht kommt ja noch was. Vielleicht kommt noch was. Wer weiß, wer weiß. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Gleich kommt wahrscheinlich das Übelste. Ah, gleich kommt so das richtig krasse Finale. Wo er mir jetzt so richtig alles nochmal schön reindrückt. So, bam, Alter. So wie gerade eben halt. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, Freunde. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Gleich kommt's, gleich kommt's. Macht euch bereit. Ist er denn überhaupt noch drin? Ja, er ist noch drin. Oder hat er jetzt den Tank hier ausgemacht? Das hat doch gerade so viel Spaß gemacht. Schade. Ich vermisse jetzt schon diese wunderschönen Aussagen. Wie... New... Die erste Aussage ist einfach so geil. New hat einen fetten Schwanz, um Anna zu ficken. Was ist daran eine Beleidigung? Das ist ein Kompliment oder etwa nicht? Na gut, okay. Schon okay, schon okay. Ich geb's auf. Das ist einfach etwas, was man... Ach, ich weiß es nicht. Das ist so krass, um wahr zu sein, Freunde. Das ist so krass, um wahr zu sein. Ach, scheiße, ich wollte gerade rausgehen. Der hat 3 Schüsse von mir ausgehalten. Wahrscheinlich auch nur ganz knapp, oder? Oh, Leute, in dem Sinne, das ist schon wieder fast eine halbe Stunde hier. Mann, 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 Mann. Und? Es hat uns diese Folge gezeigt. Ganz einfach. Das ist die geilste Folge ever. Ach, komm schon. Jetzt so, Freunde. Also wirklich, das ist mit Abstand das geilste. Oh, herrlich, ich glaube, mich muss mir das einrahmen. Ach du Scheiße. Kann mir jemand eine schöne Fotokollage davon basteln? Das wäre sehr nett. Das mache ich mir als Poster. Das hänge ich mir dann immer über meinen Bildschirm auf, so, wenn ich das nächste Mal aufnehme. Oh, Gott, ey, das muss man einfach... Herrlich, 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 das muss man aufbewahren. Das darf nicht verloren gehen. Das hat einen Ehrenplatz auf der Gene-Kind, IKEA-Regal, Dings da, keine Ahnung, was verdient. Ach ja,
So, Leute, in dem Sinne, ich habe jetzt echt keine Lust mehr. Vieles passiert. Und die Moral von der Geschichte ist, wenn du in Tenki so richtig der Babbo sein willst, dann musst du was gegen mich sagen. Aber Achtung! Es könnte nach hinten losgehen. So. Okay, Leute, in dem Sinne, macht das gut oder besser? In dem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich gehe hier raus. Ich habe schon genug gespielt. Mach eine Schlacht. Bin ich nicht nett? 17.51 Uhr. Du kannst die Uhr lesen? So. Okay, Leute. In dem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Macht es gut oder besser. Rinjauen.